Auch wenn ich bezweifle, dass man hier in dem Level irgendwelche Bananenmünzen kriegt, aber okay. Boom. Ich hoffe, das ist jetzt bei dir daheim und nicht im Spiel. Das ist bei mir daheim, ja. Ja. Ich wollte schon sagen, wird der hier abtransportiert. Ach, Kacke. Ja. Das war nicht Rennen. Doch, das war Rennen, aber nicht nach rechts gedrückt. Nicht nach rechts, ja. Also, die Gesetze der Physik gelten hier nicht. Deswegen musst du immer noch nach rechts drücken, auch wenn du dich schon in der Rechtsbewegung befindest. Aber okay. Ja. Das muss man natürlich erstmal mitbekommen. Ja, ich muss sagen, ich habe gerade derzeit eine sehr, sehr lange Eingewöhnungszeit, was die Levels angeht. Aber was ich glaube, das liegt auch daran, dass die halt schwerer werden. Ne? Stimmt, obwohl, ja. Die Lava-Welt war eigentlich über. Na, also schon langsam ist mich das Spiel dezent überfordert. Aber ich hoffe, das bessert sich. Man weiß es nicht genau. Also, ich finde das Level jetzt hier nicht so anstrengend, also ich, auch wenn man verkackt. Du machst es auch ziemlich gut. Ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis du es einfach komplett durchskillst. Aber ich bin ja gerade eher ein Klotz am Bein. Nö. Nö. Nein! Ich komm nicht hin. Ich geht kann dich ja, ich kann dich ja Dings anfeuern. Ja. Ja. Let's anfeuer Sozi. Deine Fans sind auf deiner Seite, Sozi. Wir lieben die alle. Wohl kaum, die hoffen noch alle, dass ich verrecke gleich. Das ist doch bei Let's Plays oftmals so. Meinst du? Ich weiß nicht, ich glaube bei unserem Let's Play ist eher so, dass die Leute denken, jetzt schafft halt endlich das Level, ihr dumme Ja, je nachdem wie lange wir brauchen. Also jetzt bei dem Level geht es noch. Aber ja, bei den anderen Leveln, wo drei Videos für oder was auch immer. Ich krieg das einfach nicht hin. Alter, das war genau wie vorher. Aber diesmal war ich gar nicht rennen gedrückt, der springt automatisch so weit. Ja. Vielleicht sollst du einfach nach links mal gegenlenken. Oh. Vielleicht ist das ja. Also ich muss sagen, du lässt mich auch immer irgendwie an doofen Stellen raus. Ja. Aber das ist komisch. Manchmal, also der springt da oben nicht weit genug, obwohl ich Rennen gedrückt halte. Vielleicht soll ich da später abspringen? Ich weiß es nicht. Das ist etwas seltsam. Ich hab folgenden Rat an dich. Skill entweder durch. Nein. Mach was, genau. Oh Mann. Hör auf, das Wort Skill zu benutzen, dann versage ich immer. Fick dich unter als Maul, Onkelficker. Alter, Aschenficker, Onkelficker. Nein! Oh Mann, ich hab schon wieder vergessen. Jo, aber wir haben gleich wieder 100 Bananen. Ich erinnern müssen. Wambo, 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 Kopf anschalten, Kopf anschalten, Kopf anschalten. Jo. Ich hatte es auch nicht wirklich in Erinnerung. Kopf anschalten, Kopf anschalten, Kopf anschalten. Aber das kann man natürlich immer rufen. Ja, kann man. Vor allem bei dir. Teilweise mir selber, wie Prüfungen zu. Da kommen sie vorbei. Buh. Ja. So, jetzt kommt das hier mit dem Runterfallen gleich. Das ist miese. Nee, das mit dem Runterfallen kommt jetzt bitte nicht. Es kommt jetzt das mit dem Spiel und Level schaffen. Wow, der war eng. Nein! Ja, das, ja sorry, da hätte ich das jetzt auch drin. Das geht so schnell. Also, nach den zwei Singers, wo in der Mitte die das Fass ist, da muss ich dann drauf achten, wenn es runtergeht, springen. Gut, Hammer's. Jetzt fängst du ja mal an. Ist ja auch mal. Nein, oh Mann. Selten der Fall. So einfach fitter Hurenscheißdreck. Die größte Scheiße wäre gewesen, wenn die Singer jetzt genau auf dem Fass gewesen wären. Ich meine, das kann passieren, wenn man so eine Unverwundbarkeitszeit hat und dann der Gegner stehen, nee, man selber stehen bleibt und die Lore stehen bleibt und die Gegner bewegen sich weiter. Kann das unter Umständen schwierig werden. Wo sind die Gegner? Und das ist jetzt wieder miese. Ich weiß nicht, kurz vorm Ende kriegt er. Warte. Jetzt noch nicht, jetzt gleich. Jetzt gleich, ja. Wenn es runtergeht. Jetzt springt. Ja. Boah. Nee. Ah, tierisch, jetzt hast du es, glaube ich. Ja. Jetzt aber auch bitte hier das Ende. Na gut, also, nee, da hoch kommen wir nur mit, wenn wir beide da sind. Von daher kein Leben für uns, aber wir müssen zurück.
Geht zurück am besten ins Level, in das Level davor, und dann sammeln wir uns da zwei Bananenmünzen und können speichern. In das Horny Hole. Ja. naja, also ob der Name jetzt wirklich so gewollt ist, aber generell bei diesen Donkey Kong Spielen kann man da immer an irgendwas so an der Art denken. Ich erinnere nur an Donkey Kong Country Returns, feuchtes Verlies. Das ist nicht schlecht, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich glaube, das haben dann die Entwickler tatsächlich auch so gewollt, weil feuchtes Verlies ist schon ein bisschen sehr zweideutig. Ist klar, ne? Ich versuch's, ich schaff das schon. Ja? Ja, okay. Du musst jetzt nur noch zweimal nach oben, aber dann haben wir's. Und den Token können wir vielleicht auch noch holen, wenn wir den nicht. Ja, die Sache ist halt echt, manchmal klappt's und dann klappt's wieder nicht. Du kannst jetzt auch nach rechts eigentlich, also. Okay, warte. Das funktionieren. Nehme ich an. Oh, nee. Wie gesagt, ich denke, nach rechts würde auch gehen. Das ist. Naja. Gut, ja. Dadurch und dann. Find the Token! Was? Wieso ist das jetzt plötzlich neu? Oh Gott, sag nicht, du kannst in jeder Welt was Neues machen. Hä? Das war doch jetzt neu, oder? Ja, das war neu, weil da war auch kein Haken. Ach stimmt, das war ein anderes. Wir waren eben eins weiter oben. Ich glaube, du kannst noch weiter nach oben gehen. Ja, genau. Da oben gibt's dann. Ich habe nämlich auch eine Bananenmünze vermisst. Die war an so einem Haken und da sind wir jetzt gar nicht dran vorbeigekommen. Beim letzten Mal bin ich einfach ganz nach oben gegangen. Ah, naja. Da haben wir sogar noch eine Münze bekommen. Ist doch klasse. Und jetzt da oben, nee, das war. Oh, ja, nein, geh nochmal. Oh, nee. Find the Token, ich Nummer 2. Das schaffst du, komm. Vor allem ist das hier so billig. 10 Sekunden, um da ein bisschen hochzuspringen. Ich hab's beim ersten Versuch trotzdem fast gefailt. Nee. Ach ja, ich hasse es. Also nicht, dass ich mich dran erinnern würde. Ich hasse es einfach. Oh. Ja? Ja, das sollte eigentlich, ja, jetzt könnte es auf jeden Fall reichen. Und eine Bananenmünze und in den nächsten Tokenraum, dann wieder raus, dann die zweite Bananenmünze und dann. Ach, ist hier auch, eine Bananenmünze jetzt, ne? Nee, aber wenn du reingehst und wieder raus, dann kommt wieder eine. Ach so. Da musst du nur wieder nach links, aber das sollte nicht so schwer sein. Kannst ja probieren, ob es nochmal geht, aber ich behaupte. Also gut, wir haben ja nicht gespeichert. Kann sein, dass wir sie nochmal einsammeln müssten. Oh. Aber du müsstest es jetzt auch ein bisschen schneller machen dafür. Ja? Epische Musik. Die gibt's doch bei Melee auch, oder? Bei einer Stage, kann das sein? Nein. Ich glaube, nee, das wird nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Ich komme jetzt eh wieder raus, oder? Ja. Ich meine, den haben wir eh schon, deswegen ist er eh wurscht. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber da oben ist jetzt die Münze. Und danach könnten wir verkacken. Okay. Musst du eigentlich nach links wieder und dann, ja, wieder hoch. Und wieder hoch. Ist das nicht spannend? Es ist. Oh! Aber die Atmosphäre ist cool. Ey, ganz ehrlich, die leiden hier so hart. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Und du kannst jetzt verrecken. Ja. Du kannst irgendwo die runterspringen. Die schönsten Worte, die ich seit Jahren gehört habe. Jo. Jetzt kriegst du nichts. Das schaffe ich auch. Ey. Oder auch nicht. Hornet Hole. Du solltest nach unten gehen. Achso, stimmt, ja, wir müssen ja. Also wir könnten natürlich mit den zwei Bananenmünzen noch weiterspielen, wenn du das willst, aber. Ja. Dann hau mal rein, ne? Safe Game. Vor allem diese Info zum Roll Jump ist einfach so unnötig. Also behaupte ich einfach mal. Also ich bräuchte von dieser guten Omi einige Infos, so wie ich spiele. Ich frage sie, wie hilfreich die sind, ne? Stell dich nicht so dumm an, du kleiner Spaß. Lern spielen. Lernen, ja.
Vielleicht sollte man erstmal Englisch lernen, bevor man. Aber genau, das wurde uns ja auch gesagt. Man kann das Spiel ja auf Deutsch stellen. Ach so. Ja, das geht, aber irgendwie, wir finden Englisch cooler, ja. Hä? Wie? Das, ich glaube, du konntest da unten auf dieser einen Liane stehen. Achso, die habe ich, glaube ich, einfach nicht gesehen. Ja. Aber egal. Genau. Ah, da ist wieder so ein Unbesiegbarkeitspass. Das ist jetzt irgendwie mies, aber ich weiß nicht, wo ja, das genau. Passt. Ja. Ja. Aber dafür muss ich dich werfen, jo. Ben. Ja. Also, ja. So ja. Wird das nix. Ja. Ja. Schöne Sache. Jawohl. Squawks. Oh, jetzt kommt ja wieder so ein Abschnitt, der wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Stirb. Nein. Ja. Ach, bringt ja, mir einfach so nichts, schön. Die zu killen. Wow. Ach ja, komm. Hey, die Bananenmünze hätte ich beinahe bekommen. Ein bisschen weiter links gewesen. gewusst wie sterben. Ja. Aber wenn man das richtig timet, dann kann man dadurch sogar Leben bekommen. Wenn irgendwo so Leben rumgammelt, wo man eigentlich Ewigkeiten braucht, um da hinzukommen, dann stirbt man genau da drüber. Ach so, jetzt sehe ich es auch. Ja, einfach runterfallen lassen. Und dann passt das. Das ist mit dem Hintergrund ein bisschen schwierig. Das ist aber dieselbe Chiller-Musik wie beim letzten Mal mit dem Fässer-Level. Das war Alter, wie schnell hat das Ding wieder geworfen? Der macht's immer relativ schnell, ja. Stirb. Und kein Unbesiegbarkeitsfass für uns. Können wir da unten hin? Soll ich mal probieren? Ja, da ist Banane. Da sieht man eine Banane. Okay. Gut, das wäre dann für das Unbesiegbarkeitsfass gewesen. Vielleicht, ach so, da kann man dann mit Squawks zurückfliegen. Ja. Yeah. Nee, das ist für das Unbesiegbarkeitsfass. Behaupte ich einfach mal. Oder, ja, stimmt. Weil mit Squawks ist das ein bisschen eng, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie gut das war. Ja, aber wir waren eh Game Over, von daher, also mit dem einen Leben wären wir nicht weit gekommen. Nein! Ja, mach das falsche Level, du bist so ein Tier. Hol mich und fall dann runter, dann haben wir immerhin noch ein Fass. Also, noch Didi. Sind wir immerhin noch zu zweit. Jo. Das war alles Absicht. Aber du hörst das schon, dass das hier eine andere Musik ist, ne? Hm? Ja, stimmt, ja. Das hat sich gerade ein bisschen anders angehört. Boah, den hab ich schon wieder vergessen. Ja, doch. Ja, super! Dieses Spiel ist das random. Egal. Junge! Sobald du springst, bin ich wieder da. Oder? Ja, da bin ich wieder. Nein, nach rechts, nein! Ey, ich bin ohne Springen da nicht mehr hochgekommen auf die Holzplanke. Ey, Junge, was wenn ist sie mit oben, dem Spiel los, ey? Wenn sie oben sind, oder? Ich krieg's nicht hin, ey. Wir sind gerade dreimal gestorben am Anfang dieses Levels. Ey, aber das... Dreimal. Ey, ich muss echt weinen. Also, das ist natürlich bitter. Wir sollten das Fass vielleicht irgendwo hinwerfen. Lustig finde ich schon, dass da seine Wurfgeschosse immer in einem schwarzen Loch verschwinden. Ja. Ja, natürlich. Unten oder oben? Das verstehe ich nie. Ich würde mal behaupten, unten. Oder ja gut, du mit deinem Haar und deinem Zopf könntest das auch so. Ja, lauf am besten nochmal rein. Ich weiß nicht, den Anfang kriege ich irgendwie nie hin. Aber der Rest chillt. Nur, dass wir hier nie ein Unbesiegbarkeitsfass haben. Ja, so passt das. Wunderbar. Nicht. Ja, aber ganz ehrlich, der kam schon wieder so schnell. Das ist... Ja. Ach. Gut.